Nico im Nustiker Linke begeistert von CSU Frau Beer, hat zur Abwechslung mal richtig Ahnung. Union und SPD haben sich auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Für die CDU hat Angela Merkel die künftigen Minister vorgestellt. Nach 161 Tagen hat nun auch die SPD-Basis der Koalition zugestimmt. Alle Informationen im Newsticker von Focus Online. "66% der SPD-Mitglieder stimmten mit Ja, die letzten drei Schritte zur GroKo. Der GroKo-Vertrag, welche Partei hat sich durchgesetzt? Große Koalition 2018, das sind die Minister. Linken-Netzexpertin begrüßt Besetzung des Digitalministeriums, hat zur Abwechslung mal richtig Ahnung. Samstag, 10. März, 12.43 Uhr, Dorothee Bär von der CSU wird Staatsministerin für Digitales im neuen Kabinett. Die Linken-Netzexpertin Anke Domscheit-Berg begrüßt diese Besetzung. In einem Radiointerview mit dem Bayerischen Rundfunk sagte sie, Bär sei innerhalb der CSU mit Abstand die am besten geeignete, die zur Abwechslung mal richtig Ahnung hat. Die CSU-Politikerin denken nicht nur an Breitband, sondern habe auch eine langfristigere Vision. Bär sei weitsichtiger, strategischer und visionärer, das alles fehle Domscheit-Berg in der gesamten Politik. Bär war bereits in der Vorgängerregierung Staatssekretärin im für Digitalisierung zuständigen Bundeswirtschaftsministerium gewesen. Dort sei der Breitbandausbau laut Domscheit-Berg total verkackt worden. Hier gäbe es laut der linken Politikerin Verbesserungsbedarf. Sie hoffe auch, dass Bär genug Rückgrat habe, um den großen, alten Industrien und den alten Geschäftsmodellen, die der Digitalisierung zuwiderlaufen, den Kampf anzusagen. Einen weiteren Schwachpunkt in Bärs Politik sieht Domscheit-Berg beim Thema Datenschutz, wenn Dorothee Bär sagt, dass seit etwas aus dem 18. Jahrhundert, habe ich da eine andere Meinung. Aber ein paar Unterschiede muss es ja auch geben.